Antwort an Pascal übergeben. Mein Ziel ist ja, dass wir die Hemmnisse verlieren. Wenn ich an den OCT-Kongressen war, zum Beispiel in Paris vor 3 Jahren, oh, das war alles blitzblank, alles klar, jeder hat erzählt, was er wusste und jeder war der Gescheiteste und niemand hat sich getraut, irgendeine dumme Frage zu stellen, bis wir gemerkt haben, dass gewisse Referenten einfach nicht richtig, also Fehler gemacht haben. Die haben Sachen reininterpretiert in die Bilder, die es gar nicht gab. Und darum ist es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir möglichst viele Fehler machen. Und darum habe ich meinem Kollegen Pascal, wir haben früher sehr schön zusammengearbeitet, gebeten, ob er aus seiner Sicht ein paar Fälle bringen könnte, was macht man alles falsch. Quasi in Vorbereitung auf den Weltuntergang nächsten Jahres, weil nächstes Jahr kommen nur Katastrophenfälle. Und jetzt schauen wir mal, was Pascal da zusammengetragen hat. Das ist auf der Point. Ja, Peter, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, ich erzähle Ihnen heute was über OCT oder was man alles falsch machen kann. Und dann werden wir zu den Beispielen kommen. Gut. Was kann man alles falsch machen? Es kann der Patient was falsch machen oder einfach nicht der ideale Patient sein. Er kann nicht richtig kooperieren und die Einstellung am Gerät kann nicht gut sein. Und da sind wir gefragt. Wir müssen unser Gerät kennen, damit wir das richtig machen können. Und das, was ich denke, was am wichtigsten ist, ist die Interpretation. Und da ist es eben gut, dass es so Fortbildung gibt wie hier heute. OCT, das ist etwas, was nicht sehr geläufig war vor 5 Jahren, jetzt immer praxisorientierter ist. Und ich denke, das ist eine gute Sache, dass man immer regelmäßig solche Veranstaltungen macht, um seine Vorteile. Jedenfalls, was kann der Patient, woran kann es beim Patienten liegen? Es kann die Myosis sein. Ein OCT kann auch in Myose durchgeführt werden. Aber das Problem ist, es ist ein bisschen schwieriger durchzuführen. Und das Licht, das zurückkommt, wenn das Gerät Licht reinschießt, das Licht, das zurückkommt, ist meistens weniger. Und darum ist die Qualität des OCT-Scans meistens schlechter. Also immer besser in Mydriasis, geht aber auch in Myosis, wenn der Patient zum Beispiel mit dem Auto da ist. Dann die Sitzstellung des Patienten. Es ist klar, der muss bequem sitzen. Und wenn man da so vertieft ist am Gerät, dann kann es sein, dass der Patient dann mit der Zeit sehr ungemütlich sitzt. Das heißt, auch ein bisschen für den Patienten gucken. Und wenn jemand eine Ptosis hat, das Auge nicht richtig öffnen kann, dann ist es unter Umständen gut, wenn jemand helfen kann, das Lid ein bisschen hochzustellen. Wenn jemand eine starke Sicke hat zum Beispiel, ist auch wichtig, dass man ihm vorher vielleicht ein paar Tröpfchen gibt. Das sind alles so allgemeine Hinweise, das gilt ja auch für die Durchführung des Gesichtsfeldes zum Beispiel. Dann Glaskörperblutung. Ihr könnt durch eine Glaskörperblutung kaum ein gescheites OCT hinkriegen. Das ist klar. Dann zum nächsten Punkt, Kooperation des Patienten. Ein Patient, der schlecht sieht, kann auch nicht gut fixieren. Und da haben die meisten OCT-Geräte die Möglichkeit, das Fixierkreuz ein bisschen zu vergrößern. Dann sieht der Patient das oder die Linien des Fixierkreuzes ein bisschen dichter zu machen. Bewegung des Kopfes, der Patient, der die ganze Zeit den Kopf bewegt, es ist wie an der Spaltlampe. Da muss man einfach Hilfe holen und dem Patienten halt die Untersuchung so kurz wie möglich machen lassen. Und da hilft es teilweise, dass wir nicht auf diese Hochqualitäts-OCT-Scans durchführen, sondern eben diese schnell gemachten OCT-Scans und nicht unbedingt ein ganzes Mapping machen, sondern einfach nur ein paar Striche. Dann wissen wir schon, in welche Richtung das es geht. Das sind so grundsätzliche Sachen. Dann Einstellung am Gerät. Und da gibt es ein paar Tricks, die Dioptrien einstellen. Und das lohnt sich. Das kann das Gerät teilweise automatisch machen. Man kann den Patienten vorne dran setzen und einfach sagen, bitte stell mir das Bild scharf ein. Dann werden ein paar Linsen davor gesetzt und die Dioptrien stimmen dann ein bisschen besser oder stimmen ganz genau. Dann die Zentrierung. Wir müssen auch schauen, dass wenn wir das Gerät benutzen, dass wir wirklich dort hinzielen, wo wir es auch wollen. Die meisten Geräte erkennen, wo, an welchem Auge der Scan durchgeführt wurde. Aber wenn Sie es nicht machen,
es ist schade, wenn dann das Ganze auf dem falschen Auge gespeichert wird. Also wenn Sie ein Kind haben, wo Sie ein OCT machen müssen, dann werden Sie so ein Fünfjähriger, die sind schwierig. Und Sie wollen einen Scan machen, dann machen Sie nicht den gleichen Scan, wie Sie beim, wenn Sie die Makula anschauen wollen, wie Sie beim 14-Fall, wie viel Licht das zurückkommt. Und da hat man auch ein Maß. Und das ist in den meisten Auszügen auch gegeben. Das ist ein Maß, zum Beispiel, da steht 5 von 10, also das Maximum wäre 10. Und wir haben nur 50% vom erwarteten Licht zurückgehalten. Und darum wird die Qualität natürlich des OCT-Scans auch ein bisschen schlechter. Bezüglich den Katarakten, wenn jemand eine deutliche Katarakt hat, dann kann man ein OCT sehr gut oder meistens sehr gut durchführen. Außer es ist wirklich eine White Cataract. Die Wellenlänge. Vom Laser? Entschuldigung? Vom Laser. Weil es eine spezielle Laserquelle ist, die kohärentes Licht hat. Kommt eben. Also ja. Ihr könnt unterschiedliche Wellenlängen haben beim Laser. Das ist das Wichtige. Und je länger die Wellenlänge ist, also je langwelligeres Licht das es ist, desto besser kommt es durch dichtere Medien durch, weil es dann weniger gestreut wird. Und die konventionellen Laser, also OCT-Geräte, arbeiten mit 810 Nanometer. Und das ist schon ziemlich langwelliges Licht. Es kommen jetzt die ganz neuen OCT-Geräte mit 1050, die kommen dann noch besser durch. Die haben auch die Möglichkeit, die tieferen Schichten unter der Netzhaut besser zu beurteilen. Dann zum nächsten Punkt, Einstellung am Gerät. Eben wie gesagt, man sollte sein Gerät kennen. Ich werde immer wieder gefragt, ja, was ist denn das beste OCT-Gerät? Ich weiß es nicht, was das Beste ist. Es ist ich kenne zwei und mit denen arbeite ich und ich bin sehr zufrieden. Das sind aber auch leider die teuersten. Aber das ist, ich glaube, das Wichtigste ist, man muss die Geräte kennen. Und jedes Gerät hat seine Stärken und seine Schwächen. Dann Interpretation. Das ist auch etwas. Es gibt ein OCT-Gerät zu bedienen und die Untersuchung durchzuführen, das ist mal etwas. Das ist sicherlich gut. Wo ich die meisten Schwierigkeiten sehe, ist bei der Interpretation. Das ist etwas, was man lernen muss. Man muss sehr viel gesehen haben, damit man das ein bisschen kennt. Und eben unter anderem ist auch ein solcher Kurs gut, dass wir über solche Sachen reden. Gut, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Der ist ein bisschen weniger trocken, das sind viele Beispiele.